Hallo zusammen, ich habe diesmal meine alte Unterlage rausgeholt, weil ich wieder Papier zeigen wollte und die andere Unterlage ist zu klein. Ich hoffe, dass ich hier mehr Platz habe zum Zeigen, denn ich habe wieder bei Dani Preuß bestellt. Ja, ich war so begeistert von dem Collection Kit, dass ich mir noch eins bestellt habe. Im Nachhinein sage ich mal so, ich hätte es besser sein lassen sollen. Ich vermute mal, man sollte die vielleicht in etwas größeren Abständen bestellen. Dann, naja, ihr seht es ja gleich selber. Dann habe ich mich auch noch, ja, ich erzähle euch das nachher. So, ich habe jetzt erstmal noch was anderes noch. Also, es gibt ja wieder diese Karte, habe ich bekommen. Und wieder ein Goodie. Da habe ich mich auch wieder drüber gefreut. Moment. Das ist hier mit so, ja, so ein Karo-Muster, ne? Ich hätte die vom letzten Mal besser auch abgerollt, weil dann sieht man die ja besser. Ist auch wieder schön. So. Also das war das Goodie. Dann habe ich mir noch mal die Paste von Ranger bestellt und zwar die weiße Opak Matt. Das ist ja die weiße. Was mich hier nur allerdings gewundert hat, die hier ist verschweißt. Die ich damals bestellt hatte, die war offen. Die war nicht verschweißt. Ich weiß nicht, ob das jetzt neu ist oder also die andere, wie gesagt, die war nicht verschweißt gewesen. Wundert mich ja ein bisschen, aber naja. Also die habe ich einmal bestellt. So, und dann habe ich mir noch was bestellt. Und zwar gab es ja 50% Rabatt auf ein paar Artikel. Und ich habe ja so von, ich hatte mir mal so ein paar Aquamalstifte geholt. Und der Brush, der dabei ist, das sind ja die von Action, tja, könnt ihr euch vorstellen, ne? Ich hatte voll die Pfütze da, also so macht das dann auch keinen Spaß. Da habe ich mir gedacht, komm, wenn die schon 50% reduziert sind, dann nimmst du die mal mit. Und dann war auch noch direkt ein Set, wo ich Größe S, M, L und hier Flat. Also hier sind so die vier Größen direkt drin. Fand ich ja dann auch ganz praktisch, ne? Dann habe ich direkt mal ein paar anständige und in vier Größen. Da habe ich 15 Euro für bezahlt, also 14 Euro. 95 oder sowas. Keine Ahnung. Also das habe ich dann noch bestellt. So, jetzt räume ich das mal hier. Ich tue das mal wieder weg, weil ich brauche jetzt Platz hier. So, dann kommt jetzt erstmal das erste Kit. Da habe ich erst gedacht, okay. Ne? Schreck lass nach. Also ist gar nicht mein Geschmack. Aber. Warte, ich pack das mal aus. Ich habe die auch noch alle Originale in den Höhlen drin. Wenn man mal guckt, also wie gesagt, nicht mein Geschmack, ne? So richtig so, ja, ich weiß nicht, sagt man da Oldschool, Super Vintage oder was? Keine Ahnung. Also das ist von Simple Story. Wieder ein Collection Kit. Vintage. Rustic Christmas. Also Vintage. So. Aber jetzt guckt euch doch das Papier hier mal an. Also das kann man ja super für Hintergrund. Also ich finde das spitze. Selbst wenn ich den jetzt nicht mit drauf lasse, hier abschneide, das kann ich doch super als Hintergrund. Das ist doch klasse. Also ich finde den Hintergrund spitzenmäßig. Das ist jetzt nicht so meins, ne? Dann hier mit dem Baum finde ich ja ein bisschen heftig, aber dies ist da auch wieder schön. Super klasse. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil da sind wirklich Papiere bei, die richtig gut sind. Oder hier so ein Karo-Papier ist doch klasse für Weihnachten, ne? Hier auch wieder. Hier hat man ja Weihnachtssterne, aber hier auch wieder. Also das ist super gemacht. Ne? Also ich finde das klasse. Dann,
Ich sag mal, deswegen finde ich es eigentlich gut, mal so ein Collection Kit zu bestellen, weil man bekommt hier Papiere geschickt, die hätte man, also ich persönlich hätte mir die nie gekauft. Aber wenn ich gucke hier, super, kann man auch gut verwenden, Caro. Das ist jetzt nicht so, das ist halt nicht so mein Stil, ne? Hier auch wieder was für Weihnachten. Das ist doch gut. Oder das hier finde ich ja super, ne? Also das Papier finde ich richtig klasse. Das ist jetzt nicht so, ich finde die Bäume mit dem Hirsch da drauf, das passt ja überhaupt nicht, ne? Aber die Seite finde ich super wieder. Ja, dann hier, rot ist sowieso nicht so meins. Ne? Aber das hier könnte man jetzt auch wieder als Hintergrund nehmen. Hier so was zum Schnibbeln. Also das ist jetzt so ein Papier, also das Blatt gefällt mir jetzt gar nicht. Ja, das geht, ne? Könnte man hier die Seite wieder nehmen. Aber ich muss echt sagen, also da sind ein paar schöne Sachen bei, ne? Also das gefällt mir jetzt auch gar nicht. Ja, und hier wieder das Karo kann man wieder nehmen, ne? Also habe ich auf jeden Fall verwendet. Ach so, hier ist ja noch so ein Aufkleber. Ja, ich sag mal, so ein paar Sachen kann man sich wohl da rausholen. Ne? Also für meinen Planer kriege ich halt auf jeden Fall, kann ich da Sachen verwenden in der Weihnachtszeit. Also das war das Erste. Ne? Oh, jetzt komme ich auch noch gegen die Kamera, Entschuldigung. So, das war das erste Set. Dann habe ich das hier bekommen. Das ist ja kunterbunt, ne? Das ist hier Homegrown. Moment, ich muss das auch noch mal. Ich habe die alle noch in der Folie drin. So, dann da, also das ist sehr farbenfroh, ne? Und wieder alles Simple Stories. Ich habe nur Simple Stories jetzt dabei gehabt. Ja, dann hier, das, ja, muss ich mal gucken, was ich damit mache. Ne? Pünktchen geht ja sowieso immer. Also das hier ist ja jetzt auch irgendwie passend für Ostern, ne? Ja, hier Bienenwaben. Das hier finde ich ja irgendwie irre, ne? Ist ein komisches Muster. Hat aber was. Blau, hier jede Menge kleine Kärtchen. Oder das hier. Hier, die sehen ja auch hübsch aus, die Sonnenblümchen. Also das ist jetzt gar nicht meins. Kuhflecken hier ist ja gar nicht meins. Dann hier ist so ein Holzmuster. Sieht aber ein bisschen komisch aus als Holzmuster. Also die Maserungen sind nicht so schön hier drin. Naja, also das finde ich ja auch witzig, ne? Also da muss ich mal überlegen, wie ich das verarbeite. Ich finde, das hat irgendwas. Ich finde das irgendwie witzig da mit den ganzen Gläsern und so, mit wo die ganzen Sachen da drin sind. Also irgendwie hat das was. Ja, hier tue ich mal schnell weg, sonst wird einem ganz komisch, schummrig. So, dann hier ein paar Tags. Finde ich ja auch lustig. Tags. Das hier. Tja, hier die kleinen Kügelchen. Hier wieder Blümchen. Ein ganz buntes Karomuster. Oder wie das heißt. Dann hier noch mal eine Seite. Hier wieder Herzchen. Die kommen mir irgendwie ein bisschen bekannt vor, die aber mit ein anderes Muster. Und dann noch hier eine Seite.
Und da, also es ist jetzt auch wieder nicht meins. Ja, dann kommt hier noch mal ein Aufkleber, ne? Ein Stickersheet. Ja, das war das gewesen. Set Nummer 2. So, dann habe ich, ja, dann machen wir erstmal das hier. Ich habe das hier wieder bekommen. Das habe ich aber am letzten Mal auch gehabt. Moment. Hier das hier. Ne? Das habe ich jetzt nochmal bekommen. Also das habe ich jetzt zweimal. Ich meine, da waren ja Papiere drin, die man gut verwenden kann. Ich muss aber gucken, ob ich das Set behalte. Ich schaue mal. Aber was ich hier wieder gut finde, die behalte ich auf jeden Fall. Hier ist ein Washi-Tape bei und über das Washi-Tape freue ich mich total, weil das finde ich nämlich mega süß. Ich mache das Set jetzt nicht komplett auf, weil das habe ich ja in einem anderen Video schon gezeigt. Guck mal hier, das ist ja voll süß, ne? Die Herzchen mit den Gesichtern drauf, also die finde ich ja mal süß. Also über das Washi-Tape freue ich mich total. Und dann habe ich ja hier ja, wie heißen die jetzt? Die Cuts? Die Die Cuts sind mit dabei. Und ja, die sind auch ganz hübsch. Die gefallen mir auch gut. Und was hier auch noch dabei ist, das war ja alles in dem anderen Set nicht drin. Ne? Moment. Und hier noch, oh, ich habe es heute irgendwie mit der Kamera, Entschuldigung. Und dann noch das hier. Also hier ist noch eins rausgefallen, das hängt hier hinten drin. Ne? Aber es ist alles vollständig. Ist egal, fällt wieder rum. Und das Chipboard habe ich dazu bekommen. Ne? Also die drei Sachen finde ich ja super. Da freue ich mich auch drüber. Ob ich das Set jetzt zweimal behalte, ja, muss ich halt gucken. Ne? Schauen wir mal. Also das war Set Nummer 3. Ja, und dann habe ich jetzt noch ein Set bekommen. Das ist nochmal so ein komplettes. Und ihr müsst wissen, diese kompletten Sets hier, die kosten um die zwischen 25 und 29 Euro. Also das Hochzeitsset von dem anderen Video habe ich recherchiert. Das habe ich für 29,99 Euro gefunden. Und das war zu dem Preis, zu der Zeit abgepreist für 22,99 Euro. Und die kosten normalerweise um die 25 Euro, diese kompletten mit hier Chipboard, Washi-Tape und Die-Cuts. Also es ist ja schon nicht günstig, wenn man schon zwei von den Set komplett Set, da hat man ja schon 50 Euro, ne? Und für das Set bezahlt man ja 29 Euro. Also hier ist wieder ein Weihnachtsset bei. So, da ist hier wieder ein Washi-Tape. Also über die Washi-Tapes freue ich mich ja. Und die sind auch von guter Qualität. Man hat ja schon mal gerne, dass sie reißen, ne? Das sind dann wahrscheinlich die etwas günstigeren. Die nicht so gut von der Qualität sind. Die reißen immer oft. Das habe ich auch schon alles erlebt. Aber die sind von Simple Story selber. Also das finde ich ja gut. Hier steht nichts drauf. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das war dabei gewesen. Dann hat man hier wieder so einen Stickerbogen. Ich fange jetzt mal von hinten an. Das hat aber auch einen Grund. Das zeige ich euch gleich. So, dann ja, hier Karos, ne? Dann das hier. Dann hier. Das hier. Also ich habe jetzt noch, ich habe in meinem Lebtag noch nie, also das erste Mal, dass ich so viele Simple Stories Papiere habe. Ich habe, glaube ich, mal einen kleinen Block von Simple Stories gekauft. Was hier? Dann hier Tags. Das ist auch schön hier.
Also das geht eigentlich. Ich finde das ein bisschen witzig hier. Der Nikolaus, der sieht ja hier witzig aus, ne? Hier. So, dann haben wir hier das hier. Karos. Oder wie rum war das? Keine Ahnung. Dann hier die Pünktchen und die Vögelchen. Also den Vogel finde ich jetzt nicht. Also der haut mich jetzt nicht von den Socken, ne? Der rote hier. Der andere, der ist besser. Aber der da finde ich irgendwie, ja, passt irgendwie gar nicht ins Papier rein, finde ich. Naja. Er ist jetzt nun mal da. Dann hier wieder große Karos. Also Karos habe ich jede Menge. Kann man ja vielleicht gut als Hintergrundpapier benutzen. Beim Kartenaufleger. Dann hier die Runden, ne? Ja, muss ich mal gucken, ne? Also ich müsste eigentlich, ich habe leider nicht so eine große runde Stanze. Ich habe hier nur 1 Zoll und dann habe ich noch, ja, noch so ein Blümchen, auch 1 Zoll. Ich müsste mir meine größere Stanze holen, um das mal auszustanzen. Muss ich mal schauen. Vielleicht habe ich ja auch hier bei den Stanzen irgendwie einen Kreis dabei. Dann brauche ich mir gar keine Zone. Schmeiße ich die halt durch die Stanzmaschine. Weil ich muss echt sagen, so rund ausschneiden, das weiß ich nicht, das sieht bei mir immer furchtbar aus. Naja. Weil die würde ich nämlich alle ausschneiden. Das komplette Blatt, das hier brauche ich nicht. Ich weiß immer noch nicht, wofür man das brauchen kann. Aber die hier würde ich alle und dann schön verarbeiten. Ui, das war mal, ne? Das ist auch schön. Also das Set finde ich eigentlich in Ordnung. Hier so Sternchen. Hier nochmal Weihnachtsstern. Ja, und dann hier nochmal das Deckblatt. Dann habe ich ja hier, wo ist denn der Chipboard geblieben? Ach, hier unten. Dann habe ich ja hier einmal Chipboard, ne? Das ist ja auch immer gut. Und dann hier nochmal sowas hier. Die-Cuts. Also ich habe jetzt jede Menge Die-Cuts, muss ich mal sagen. Dafür, dass ich ja am Anfang gesagt habe, ja, ist nicht so für mich. Was ich euch aber zeigen wollte, ist, das war jetzt Set Nummer 4 und jetzt kommt Set Nummer 5. Tja, seht ihr das? Ein und dasselbe. Genau das gleiche Set drin. Also, ich meine, ich habe mir die Beschreibung durchgelesen. Da steht auch drin, dass da auch ein identisches Set drin sein könnte. Aber ich muss echt sagen, das darf eigentlich nicht sein. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Finde ich irgendwie blöd. Weil ich sag mal, ich finde es super. Also, das Set gefällt mir gut. Aber es gefällt mir jetzt nicht so gut, dass ich das in mehrfacher Ausführung brauche. Aber es ist jetzt nun mal da, ne? Set Nummer 5. So. Das waren jetzt die Collection Kits. Und ja, und da habe ich mir gedacht, naja, da du ja von den Kits so begeistert warst, bestellst du noch einen anderen Kit. Und ich wollte eigentlich das Klartext-Stempel-Kit haben. Mit der Hoffnung, dass da keine Planerstempel drin sind. Aber ich hatte da irgendwo mal gesehen in einem Video, dass eine sich das Klartext-Stempel-Kit geholt hat und da waren auch keine Planerstempel drin. Weil mein Planer brauche ich nicht zu stempeln. Habe ich aber nicht bekommen, sondern ich habe ein anderes Set bekommen. Ich habe dann erst gedacht, ach, hast du dich haben die falsch geliefert, aber ich habe meine Bestellbestätigung geguckt, die haben richtig geliefert. Ich habe falsch bestellt. Ich habe jetzt das Stempel-Mix-Paket bestellt. Da ist ein Wert von mindestens 100 € drin. Ich habe jetzt nicht zusammengerechnet, aber da kam dann das hier. Also ich sage jetzt mal im Nachhinein, also ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass jetzt ein Falsches gekommen ist, aber ich war jetzt so nicht gedacht. So, da ist einmal dieses Stempel hier bei. Das finde ich ja ganz süß, ne, die Mädels. Also die finde ich süß, da habe ich wieder was zum Kolorieren. Finde ich ganz lustig, ich weiß gar nicht, haben die hier einen Namen? Ich kenne mich mit den Klartextstempeln nicht so aus. Ach hier, Shopping Girls heißen die. Artikelnummer 1555.
Shopping Girls. Also die finde ich ganz witzig, ne? Ich habe hier noch einen Washi-Tape von dem einen Set, aber ist ja egal. So, dann habe ich hier noch ein Set bekommen. Das ist hier auch wieder ein Stempelset. Das ist der passende, ich sehe jetzt gerade, das ist der passende Stempel zu dem mit dem roten Vogel drin. Weil hier ist auch der Vogel wieder drin als Stempel. Ja, das ist doch schön, da habe ich schon einen passenden Stempel dazu. Hier der Nikolaus. Also das Stempelset finde ich auch sehr schön, das gefällt mir auch gut. Das heißt, vor allen Dingen, was ich wichtig finde, das sind, wie heißt das jetzt? Photopolymer-Stempel drin. Also da achte ich jetzt drauf. Ich möchte keine Silikonstempel mehr holen. So, dann habe ich hier ein Memory Dani Dori bekommen. Das ist ja so ein Buch mit weißen Seiten. Ne? Hier, da sind einfach nur so leere Seiten drin. Also ich muss zugeben, ich wusste in den Videos schon nicht, was man damit macht. Weiß ich jetzt immer noch nicht. Ich muss mal irgendwie gucken, dass ich mich doch schlau mache, was man damit überhaupt machen kann. Mal gucken. So, dann habe ich hier wieder, ich sag ja, ich habe jetzt jede Menge. So, ich habe jetzt hier von Echo Park. Das ist jetzt Echo Park. Die-Cut. Von welcher Serie ist denn das hier? Pool Party. Von der Serie Pool Party. Die sind da alle drin. Ich weiß nicht, warum irgendwie jeder kriegt das immer scharf, bloß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen muss. Ja. Ne? Ich weiß es nicht. So weiter geht es vielleicht ein bisschen besser. So, dann habe ich hier noch eins bekommen. Das ist aber wieder von Simple Stories. Das ist von Holidays. Ach, wie heißt denn eigentlich dieses Set, was ich doppelt habe? Make it Merry heißt das. Schade, ich habe gedacht, da wären auch die passenden Die-Cuts dazu, sind es aber nicht. Ah ja. So, dann habe ich die. Also da muss ich sagen, die gefallen mir überhaupt nicht, ne? Also die finde ich, nee, ist nicht meins. Cartabella, Puffy Sticker. Ja, muss ich mal gucken, ne? Hello Christmas Puffy Sticker. Also das ist jetzt überhaupt nicht meins. Also ich muss echt sagen, ich sehe ja immer diese ABC-Dinger aufkleben und die gefallen mir eigentlich nie. Und da habe ich mir nur gedacht, oh Gott, hoffentlich ist jetzt hier kein Alphabet drin, ne? Ist es aber. Aber ich muss euch sagen, ich finde das total süß, ne? Das ist total süß, finde ich das. Guckt mal, seht ihr das? Schöne Farben sind da auch drin, richtig so dezente Pastellfarben. Also ich finde das richtig klasse. Mit Zahlen unten. Also gefällt mir richtig gut. Von Pink Fresh. Also das gefällt mir gut. Da freue ich mich auch, dass das mit drin war. Dann habe ich hier, ja, da sage ich jetzt nichts zu, finde ich, gefällt mir gar nicht. Ne? Also das, nee. Nicht meins. So, dann habe ich noch, soll ich jetzt da drunter das? Ja, machen wir hier drunter. Und zwar habe ich hier jetzt noch so einen Stickerbogen gekriegt. Der kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Simple Vintage. Vintage Indigo Garden. Ach, das haben die ja hier auch so in der Art, so wie ich eben hatte mit dem Vintage Christmas. Ja, dann habe ich hier zur Hochzeit einen Stickerbogen von Photoplay. Das war ja Simple Stories wieder, Photoplay. Also das finde ich richtig klasse. Ja, und dann habe ich hier einen Block dabei, ne? Ja, ich habe den auch noch nicht aufgemacht, weil überhaupt nicht meins. Ich zeige euch den mal kurz so. Ich meine, das geht ja, ne? Aber hier Blümchen, hier diese Vögel. Nee, nicht mein Block. Ne? Also der ist überhaupt, ach, der geht jetzt hier von alleine schon auf. Ich weiß nicht, wie alt der ist, dass die ganze Kleber jetzt hier schon abgeht.
Steht das irgendwie von 2019. Aber ich sage ja immer, das ist egal, wie alt die Sachen sind. Hauptsache, wenn sie einem gefallen, aber der gefällt mir gar nicht. Also der gefällt mir überhaupt nicht. Keine Ahnung, was ich mit dem mache. Mal schauen. Und was aber noch dabei gewesen ist, ein Scrapbooking-Kit von Dani Poi selber. Und zwar das aus November 2021. Und das fand ich jetzt auch sehr interessant, was denn da mal drin ist in so einem Collection-Kit. So. Also das ist alles dieses Stempelmix-Paket, ne? So, da ist einmal das hier, ja, das sind dann wieder diese Buchstaben, ja, die ich ja jetzt nicht so dolle finde, ne? Ja, muss ich mal gucken, vielleicht kriege ich das irgendwie in meinen Planer eingebaut. Schauen wir mal. Dann habe ich hier die hier. Also das finde ich richtig schön. Also das gefällt mir wieder gut, das kann ich gut verwenden. Von Page Evans. Kenn ich überhaupt nicht. Ich kenne die Marke nicht. Aber auch American Craft. Ne? Also das finde ich jetzt wieder schön. Dann habe ich hier sowas hier. Also das finde ich auch schön. Ne? Also das gefällt mir auch gut. Dann habe ich hier so ein ABC. Also das finde ich eigentlich auch schön. Das ist auch gut gemacht. Also hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass mir das so zusagt. Aber das finde ich auch schön. Dann habe ich hier Papiere bekommen. Ne? Also das gefällt mir ja eigentlich alles. Ne? Hier, das ist auch süß. Das ist ein verrücktes Muster. Hier, das ist auch wieder hübsch. Hier wieder kunterbunt. Hier. Hier auch von Page Evans. Hier noch ein Blatt. Das hier, diese Page Evans ist aber jetzt von American Crafts mehr drin. Hier mit dem Sternchen. Also ich finde, das sind schöne Papiere drin. Das ist auch schön hier. Ich finde das auch schön geschrieben. Ja, das ist ja auch verrückt, ne? Das sind wie so, ja, als hätte einer gehäkelt oder so. Maschen. Das hier finde ich ja auch verrückt, aber das ist hier ein ganz dünnes Papier. Das hier ist dick. Steht das eigentlich drauf, wie viel Gramm das hat? 12 mal 12. Ne, ist auf jeden Fall aus 21. Also das hier ist sehr dünn. Weiß ich jetzt auch nicht, was ich damit machen soll. Kann man das hier verwenden? Das ist so Vintage, ne? So, ja. Dann hier, ach, das ist bestimmt hier mit Planer oder sowas. Hier stehen die Monate drauf. Dann hier, also die Papiere sind jetzt drin, ne? Ja, das war dann auch, das ist das November-Kit gewesen. Also das fand ich jetzt auch gut. Und das war alles da drinne gewesen. Das hat auch 29 Euro gekostet. Also finde ich jetzt nicht so schlimm, ne? Diesen Fehlkauf. Das hier finde ich, also die zwei Sachen, die gehen gar nicht. Also, nee. Nee. Und hier ist zwar ein Fahrrad drauf. Ich finde ja, ich bin ja im Moment so auf diese Fahrräder, aber nee. Also die zwei Sachen gefallen mir gar nicht. Ja, und der Block, der gefällt mir auch nicht. Da sind nur ein paar Blätter hier. Das hier finde ich schön. Ja, das Holz vielleicht noch. Ja, ich sag mal, mit Streifen kann man vielleicht noch, aber das meiste würde ich, ja. Naja, ich guck mal. Also ansonsten finde ich das Paket gut gelungen. Das gefällt mir. So, das war mein Einkauf bei Dani Pois gewesen. Also ich mache jetzt erstmal eine Pause mit diesen ganzen Collection Kits. Da ich bin vor allen Dingen erstmal total versorgt mit
Papier, naja, also wenn ihr wüsstet, wie viel Papier ich habe hier. Oh, ich finde diese Sets immer alle so schön, ne? Diese Papiersets, die es so gibt. Naja, ich habe irgendwie so ein Papierspleen oder so. Naja, so, das war auf jeden Fall mein Einkauf bei Tani Boys gewesen und passt gut auf euch auf und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!